und willkommen zum Lesemonat Februar. Der Monat war nicht ganz so erfolgreich, ich habe nicht ganz so viel Zeit zum Lesen gehabt, habe aber trotzdem einiges geschafft und vor allen Dingen wenig Neuzugänge, das seht ihr später. Ich habe ein bisschen mehr genetflixt als normalerweise und sogar ein Buch abgebrochen. Ich wollte das dieses Jahr ein bisschen, ja, forcieren, dass ich auch mein Buch abbreche, wenn ich einfach das Gefühl habe, es ist entweder zu der Zeit nicht das richtige Buch, ich habe keine Lust dazu zu greifen und aufgrund dessen, dass ich relativ wenig Zeit hatte, fühlte es sich irgendwie nicht richtig an, es tat mir sehr weh, aber dazu kommen wir später. Ich starte mal mit der üblichen Statistik, wie viel ich im Februar gelesen habe. Ach so, und wer sich die letzten Jahre immer gefragt hat, wie eigentlich meine Naturhaarfarbe aussieht, mich eingeschlossen, here you are, Covid-19 macht's möglich, aber ich habe einen Friseurtermin. Ja, das sind die kleinen Dinge im Leben, die einen hochhalten. Ich freue mich natürlich auch für alle Friseure, dass sie wieder arbeiten können. So, im Februar waren es 4 Bücher, die ich gelesen habe, allerdings auch nur 1152 Seiten. Da war auch ein sehr dünnes Buch dabei und ein Buch war dabei, das ich euch nicht verraten kann. Denn ihr wisst ja, ich habe unter anderem mit den Bookfriends dieses geheime Buchprojekt, wo wir uns Bücher in einer Runde zuschicken. Das habe ich im Lesemonat Januar schon erklärt. Wer das genauer wissen will, schaut einfach da mal vorbei. Und ja, also ein Buch von diesen 4 Büchern kann ich euch nicht zeigen. Das seht ihr dann Ende des Jahres in einem Gesamtvideo. Und auf dem Sub sind aber weiterhin nur, in Anführungszeichen, 86 Bücher. Das ist okay für mich. Ich versuche einfach mal im März vielleicht ein bisschen mehr zu lesen vom Sub. Und ja, viel wichtiger ist ja nicht so viel zu kaufen. Der Februar war sehr leserundenlastig. Das eine Buch, was ich euch nicht zeigen kann, das habe ich natürlich alleine gelesen. Aber ich habe eine richtig tolle Leserunde gehabt. Und ich habe dafür auch mal wieder auf dem Kindle gelesen, was ich sehr selten mache, sondern eigentlich immer nur im Urlaub. Schlechtes Thema. Die gute Seele von John Mars habe ich zusammen in meinem kleinen, feinen John Mars Fanclub gelesen. Und zwar mit der Maike von den Bookfriends. Die Anja wird es auch noch lesen, die hat aber nicht mitgelesen. Und der Sibi von Coyote Diaries und der Steffi von Lady of the Books haben wir dieses Buch verschlungen. Verschlungen ist wirklich das richtige Wort. Hätte ich Zeit gehabt, wäre das wirklich so ein Durchsuchtebuch gewesen. Das ist mein dritter John Mars. Das Buch hat er vor Passengers und The One geschrieben. Und es konnte mich total begeistern. Es ist aber ein bisschen anders als The One on Passengers, weil das hier wirklich ein Thriller ist. Psychothriller, würde ich sagen. John Mars schafft es auch ohne Blut, Gemetzel und sonst was, richtigen Horror zu erzeugen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich seinen Schreibstil hier gut erkenne. Das hat mir gut gefallen. Es war rasant und temporeich. Und ja, worum geht's in die gute Seele? Und zwar geht es hier um Laura. Laura ist, ja, nach außen hin die perfekte Ehefrau und Mutter. Und sie arbeitet freiwillig bei einem Seelsorgetelefon und hilft dort Menschen. Sie hilft den Menschen am anderen Ende des Telefons aber auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und zwar, man könnte wirklich sagen, findet sie Befriedigung darin, Menschen, die selbstmordgefährdet sind, eher darin zu unterstützen, sich auch das Leben zu nehmen. Und was ich sehr cool direkt am Anfang des Buches fand, dass wir uns sehr viel in Lauras Kopf bewegen. Also wir sind im Bösewicht quasi drin und das waren teilweise auch sehr skurrile und lustige Szenen, aber auch sehr krasse, ergreifende Szenen. John Mars schafft da wirklich richtig tolle Charaktere. Im zweiten Teil des Buches kommt ja quasi ein Gegenspieler dazu und es beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel und es ist wirklich sehr, sehr krank. Ich habe dem ganzen Buch 4 Sterne gegeben. Ein Stern Abzug, weil es John Mars mal wieder ein bisschen am Ende übertrieben hat. Das hat mir, das hat ihm bei Passengers schon einen Stern gekostet, von meiner Sicht aus. Es war am Ende ein bisschen too much und bis dahin war es aber ein absoluter Page-Turner. Es ist trotzdem eine totale Empfehlung. Und man muss auch sagen, ich glaube, bei den Bookfriends war mal Kritik drunter, dass er eben ja dieses Thema sich annimmt, dass Seelsorger in diesem Fall oder eine Seelsorgerin, die an diesem Telefon arbeitet, eben böse ist, dass das ja gar nicht geht. Und ich kenne den Kommentar nicht genau, wir hatten aber kurz drüber gesprochen, sind uns aber alle einig, dass das ja kein Grund ist. Ich meine, in wie vielen Thrillern ist der Psychiater der Bösewicht, wenn man mal an Fitzek denkt? Ein Polizist, ein Feuerwehrmann, im Grunde oder ein Arzt. Jede oder fast jede Berufsgruppe kommt in irgendeinem Thriller mal als Bösewicht vor. Und deswegen heißt es ja nicht, dass die Leute böse sind. Also versteht ihr, was ich meine? Und ich finde einfach die Grundidee hier so genial, perfide und gut und auch sehr gut umgesetzt, dass es wirklich ein toller Psychothriller geworden ist. Im Nachwort erzählt John Mars auch ein bisschen was und
ja, man bekommt auch die Hotline-Nummern, die echten Hotline-Nummern, in dem Fall für UK. Und er spricht auch sehr, sehr positiv über die Menschen, die dort arbeiten. Und ja, hier geht es eben um eine sehr kranke Persönlichkeit, die ja, dort nicht arbeiten sollte. Das zweite Buch im Februar habe ich innerhalb von 4 Tagen weggesuchtet. Da hatte ich noch mehr Zeit. Und dann ja, kam privat einiges dazwischen. Und mir hat es so, so gut gefallen. Also an dieser Stelle vielen Dank an Sarah Sophie, denn sie hat mich nicht nur mal darauf gebracht, das Buch mir zu holen, beziehungsweise war das aus einem Bücherschrank, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ziemlich zerstört schon, aber das macht nichts, ich konnte es trotzdem gut lesen. Es war aber auch auf meiner Pick My Sub Liste, die Sarah Sophie ausgesucht hat. Das Video verlinke ich euch vermutlich da. Oder da oder unten. Oder ihr guckt einfach mal auf meinem Profil vorbei. Pick My Sub für Februar ist noch nicht so lange her. Und da hat Sarah Sophie dieses Buch ausgesucht, weil sie es selber auch sehr mag. Von Maike Werkmeister, Sterne sieht man nur im Dunkeln. Hier geht es um Annie, sie lebt in Bremen mit ihrem Freund Thies und eigentlich ist alles ganz toll. Aber irgendwie fehlt ihr was im Leben und ja, sie macht ein Sabbatical sozusagen. Sie kündigt nicht direkt den Job, sie pausiert ihren Job und geht nach Norderney zu einer ja, alten Freundin, die dort ein Café betreibt und arbeitet dort ein bisschen mit und versucht ja, herauszufinden, was sie im Leben eigentlich möchte, was sie glücklich macht. Und es ist wirklich ein sehr erwachsener, sehr schöner Roman, den man super gut weglesen kann. Ich mochte die Charaktere. Ich war nicht immer mit Annie konform, aber ich finde, das muss man auch nicht. Ich fand sie trotzdem sehr gut gezeichnet, sehr sympathisch und ich habe das Setting geliebt. Sowohl in Bremen habe ich mich auch gerne mit Annie aufgehalten, wenn sie da mal war, aber natürlich besonders auf Norderney. Ich möchte unbedingt jetzt mal nach Norderney. Ich war zumindest schon in Norddeich, wo dann die Fähre ja nach Norderney geht. Aber Tagestouristen waren letztes Jahr, war ich da letztes Jahr? Ich glaube ja, waren zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt. Bin ich der Meinung? Genau, nee, war nicht erlaubt. Und ja, ich denke, nach Norderney sollte man auch mal irgendwie mit Übernachtung hin, verlängertes Wochenende oder so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich weiß, Sarah Sophie liebt die Insel sehr und ich konnte mir das alles vom Setting her sehr gut vorstellen, auch wenn ich noch nicht da war. Aber ich kenne die Nordsee und ich liebe die Nordsee. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich mag Maike Werkmeisters, schreibt hier super gerne. Wie ich schon gesagt habe, es ist erwachsen, es ist angenehm zu lesen, es ist sehr emotional, herzlich, aber nicht übertrieben poetisch, sondern ja, sehr authentisch. Also ein richtig gutes Wegschmökerbuch. Sehr zu empfehlen, wenn ihr so eine Sommerurlaubslektüre sucht. Falls ihr jetzt so Urlaubsleser seid, dann ist das definitiv das richtige Buch für euch. Und wie schon gesagt, geht es hier unter anderem auch so ein bisschen um Selbstfindung, um Liebe, Freundschaft, Familie, Trauer, Vergangenheitsbewältigung, all diese verschiedenen Themen. Und was sehr cool ist, Annie ist nebenbei Designerin, also sie arbeitet bei einer Computerspielfirma als Designerin, aber designt auch ihre eigenen Karten und ja, Letterings und hinten sind, also im Buch selber sind die auch hin und wieder mal abgebildet, wenn ihre Karten zum, ja, zum Einsatz kommen, nein, zu Wort kommen. Da ist zum Beispiel so eine und hinten ist sie dann nochmal schön abgedruckt, könnte man sich theoretisch raustrennen und als Karte verwenden. Das fand ich ja, ein cooles Goodie bei dem Buch. Ich weiß, es gibt einen zweiten Teil, wo es aber um eine andere Protagonistin geht, nicht um Annie. Ich bin der Meinung, da geht es dann um ihre Freundin, die das Café hat. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal ja, durchlesen, wenn ich irgendwo drüber stolper. Ihr wisst, mein Sub ist hoch genug, ich werde jetzt nicht das Buch holen. Es ist eine abgeschlossene Geschichte, also jetzt keine Reihe oder ähnliches, sondern einfach ja, nochmal eine Fortsetzung oder vielleicht auch aus der Vergangenheit ihrer Freundin. Ich weiß es nicht, wie heißt die Freundin eigentlich? Habe ich schon wieder vergessen. So schnell geht das. Nun gut. Maria. Maria aus Norderney. Ja, also ein sehr schönes Buch, was man sehr gut weglesen kann. Ich konnte es auch im Winter gut lesen, aber kann ich mir für den Sommer auch sehr gut vorstellen. Ja, wie gesagt, habe ich dann ein Buch gelesen, von dem ich euch nicht berichten kann. Und jetzt kommen wir zu dem abgebrochenen Buch. Ich habe im All You Can Read Buchclub mich tatsächlich sehr auf das Buch gefreut, weil es super interessant klang, aber es ist High Fantasy und ich habe einfach meine Probleme mit High Fantasy. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Es muss eigentlich auch nur so ein kleiner Urban Touch dabei sein und ich bin mir auch nicht sicher, Nevermore ist ja auch sehr High Fantasy, aber ich spreche so von High High Fantasy, ich habe keine Ahnung. Sowas wie Reich der 7 Höfe konnte mich ja nicht catchen. Und fällt mir noch was ein, wo ich so meine Probleme hatte? Also, ja, wir haben angefangen, oder die Mädels haben es, oder ich glaube,
jetzt sind sie noch zu viert. Irgendjemand hat von Anfang an nicht mitgelesen. Ich glaube, Sarah von Alice im Bücherland. Ich bin mir aber gerade selber nicht sicher. Und zwar von Siri Petersen, die Rabenringe. Das ist in dem Fall mal kein Rezensionsexemplar gewesen. Ich habe mir das gebraucht geholt. Das kostet neu auch schlanke 20 Euro, bin ich der Meinung, genau. Gab es aber gebraucht bei Amazon für 10 oder 12. Und es ist wunderschön, finde ich. Es hat, wie so oft bei Fantasy, eine schöne Karte drin. Das ist nämlich eine komplett andere Welt, sehr nordisch angehaucht. Nordische Mythologie, also zumindest von den Namen her, haben wir so rausgefunden. Und ja, die Rabenringe, es ist eine Trilogie. Natürlich, wie bei Fantasy, immer sehr gerne eine Reihe. Und ich habe es nun bis Seite 195, also knapp 200 Seiten von, ja, fast 650 geschafft. Ich wollte es so gerne mögen, aber ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht, damit ihr wisst, worum es geht, wer es noch nicht weiß. Ihr fehlt etwas, das alle anderen haben. Das macht sie zu einem Mythos, einer Seuche, einem Menschen. Hirka ist in Imsland aufgewachsen. Mit 15 findet sie heraus, dass sie ein Odinskind ist. Ein schwanzloses Wesen aus einer anderen Welt. Von nun an ändert sich alles in ihrem Leben. Sie wird verachtet und verfolgt. Aber das ist nur der Anfang. Denn Hirka ist nicht die einzige Fremde, die es durch die Steintore nach ihm verschlagen hat. Der furiose Auftakt der Rabenringe-Trilogie. Das große nordische Bestseller-Epos über eine Welt voller Vorurteile, Mythen, Machtkämpfe und Liebe. Ganz sachlich betrachtet wirklich eine spannende Welt. Aber ich habe Probleme mit Welten. Offensichtlich. Ich weiß es nicht. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt super wenig Zeit zu lesen und habe noch eine zweite Leserunde gehabt, die ich weitergemacht habe. Habe für mich aber, weil eben diese wenig Zeit haben Sache nicht so schnell enden wird, habe ich beschlossen, dass ich aktuell nur ein Buch zeitgleich lese. Und wenn das eine Leserunde ist, dann also nur diese eine Leserunde. Es kann sein, dass ich mal ein zweites Buch dazu nehme, wenn die Leserunde schleppend ist, aber ich schaffe es eben nicht, jeden Tag 100 Seiten zu lesen. Und deswegen hatte ich so einen leichten Druck. Nicht, weil die Mädels mir Druck gemacht haben, sondern weil ich mir den selber gemacht habe. Ich wusste, denen gefällt es allen und ich habe den Anfang entspannt gelesen, den zweiten Abschnitt dann wahnsinnig unter Druck gelesen und den dritten dann wieder entspannter. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich keine Lust hatte, immer zu dem Buch zu greifen. Ich habe lieber zu dem anderen Leserundenbuch gegriffen, wenn ich dann mal Zeit hatte zu lesen. Und deswegen, ja, habe ich schweren Herzens, aber im letztendlich ist es die richtige Entscheidung, beschlossen, es abzubrechen beziehungsweise zu pausieren erstmal. Und zwar damit die Mädels einfach in ihrem Tempo weiter lesen können, das beenden können. Bis jetzt, Stand jetzt, ich glaube, sie sind noch nicht ganz durch, aber sind die super begeistert und lieben es. Also ein Großteil davon. Ich habe die Sprachnachrichten jetzt nicht mehr abgehört zum aktuellen Abschnitt, weil ich es, wie gesagt, pausiert habe. Und vielleicht möchte ich irgendwann mal reinkommen. Ich habe ja Notizen zu dem Buch und irgendwann packt mich wieder die High-Fantasy-Laune und ich möchte es vielleicht doch beenden. Da werde ich die Mädels mal fragen, wie krass Cliffhanger-mäßig das Ende ist, weil ich nicht weiß, ob ich eine ganze Trilogie lesen möchte. Ja, es ist eine super interessante Geschichte. Ich finde, Hirka ist ein toller Charakter und da gibt es einen Bösewicht, es gibt Intrigen, Machtkämpfe. Aber was mich einfach stört, was andere super fanden, ist, dass ich immer nur am Rätseln war, was hier eigentlich los ist. Ich habe die Begrifflichkeiten, oder man konnte die Begrifflichkeiten am Anfang nicht verstehen. Hier wird am Anfang in den ersten 200 Seiten immer vom Umarmen gesprochen. Also bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt waren wir uns nicht sicher, ist das jetzt wirklich ein physisches Umarmen oder ein magisches Umarmen? Was passiert dann eigentlich? Also man wird in diese Welt geschmissen und man hat so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, ich habe immer irgendwelche Seiten überlesen, weil ich nicht verstanden habe, wie diese Welt aufgebaut ist. Ich konnte mir das, ja, vieles davon nicht vorstellen. Es kommen super viele, ja, nicht nur Namen, aber auch irgendwelche Mythen und Geschichten dazu. Und man hat so das Gefühl, man müsste wissen, worum es geht. Und ich kann das sehr gut zum Beispiel mit der Serie The Witcher vergleichen. Die habe ich jetzt zum zweiten Mal angefangen, aber jetzt auch beendet. Und das ist die ersten 3, 4, 5 Folgen sitzt man, also ich saß da nur davor und dachte, what? Also, ja, man wird da so reingeschmissen. Bei einer Serie finde ich das nicht ganz so schlimm, aber beim Lesen finde ich es einfach schwierig. Zu The Witcher komme ich später noch. Ich habe nämlich viel genetflixt und das ist ja auch ein Part. Also ich habe es, wie gesagt, pausiert, weil es einfach zu viele Seiten waren und ich nicht die Zeit hatte, das zu lesen und einfach keinen Spaß daran hatte. Ja, bin ich ehrlich. Ja. Ich habe ein Buch übrigens unterschlagen. Habe ich jetzt 4 Bücher gesagt, die ich gelesen habe? Sekunde, ich muss noch mal kurz nachschauen. Jo, habe ich euch mal ein Buch unterschlagen? Ich habe euch ja 2 gezeigt, die ich gelesen habe. 1 kann ich euch nicht zeigen. Ich habe aber gesagt, ich habe ja 4 Bücher gelesen.
Das vierte Buch war ist ein Rezensionsexemplar, was ich netterweise zugeschickt bekommen habe. Da habe ich mich riesig drüber gefreut, aus dem Prestel Verlag. Denn es ist wirklich ein sehr hübsches, riesiges Schätzchen. Klimaneutral gedruckt, aber ich glaube, das kostet 22 Euro und ist ein Kinderbuch mit knapp über 40 Seiten, was krass ist. Also da muss man schon Fan sein und begeistert sein. Ich bin begeistert, aber ich weiß nicht, was Kinderbücher so kosten. Aber das ist schon ordentlich. Und zwar habe ich, ihr seht schon, es ist riesig, es ist aber auch dünn, Antarktis, eine Expedition zum Südpol bekommen von Mario Cuesto Hernando und Raquel Matin. Ich glaube, sie kommen aus Südamerika. Ich bin super vorbereitet. Die Originalausgabe ist auf jeden Fall auf Spanisch, deswegen konnte ich mir irgendwie vorstellen, dass Südamerika... dass sie daher kommen, ich weiß es aber nicht. Könnte man nochmal recherchieren? Beim nächsten Mal sollte ich besser vorbereitet sein. So, es ist ein Kinderbuch mit wunderschönen großen Zeichnungen, nicht viel Text, deswegen, ich habe es gelesen, aber es hat jetzt nicht ewig gedauert. Aber es beschreibt eine Expeditionsfahrt, eine Forschungsfahrt in die Antarktis. Und ja, Mann oder die Kinder erfahren hier sehr, sehr viel. Und damit ihr mal so eine Idee habt vom Zeichenstil, sehr realistisch gezeichnet, also jetzt kein Comic-Stil oder ja irgendwie so sonderlich extrem kindlich, aber trotzdem sehr süß. Ich zeige euch mal die Pinguine. Es sind zum Beispiel auch alle Pinguine abgebildet, die es so in der Antarktis gibt. Kann ich bestätigen, habe ich alle gesehen, bis auf den Kaiser-Pinguin. Der ist ein bisschen weit tief in der Antarktis drin. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild. Da das Ganze aber nur 40 Seiten hat, werde ich nicht mehr zeigen. Und es geht... ja, darum, was die Antarktis ist, welche Bedeutung die Antarktis hat für die Gesamtwelt, wie wichtig sie ist und vor allen Dingen, wie wichtig es ist, es zu schützen, die Umwelt zu schützen. All diese Sachen. Es geht um den Antarktis-Vertrag und all das sehr gut für Kinder aufbereitet. Also wirklich ein tolles, tolles Buch. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es behalte, weil es ein Antarktis-Buch ist, oder ob ich es mal jemandem schenke, der ein Kind im entsprechenden Alter hat und Freude daran hätte. Eigentlich wäre das wahrscheinlich die beste Variante, weil ich weiß, wie wichtig die Antarktis ist und die nachfolgenden Generationen sollten das ja auch erfahren. Also ein sehr schönes Buch, wer Antarktis oder Antarktis Liebhaber ist und Kinder hat oder einfach so, ja, 22 Euro dafür ausgeben möchte. Ich kann es sehr empfehlen, weil es wirklich toll geschrieben ist und sehr, ja, sehr verständlich und schön geschrieben ist mit schönen Zeichnungen. Aber es sind eben auch 22 Euro, bin ich der Meinung. Das ist natürlich ordentlich. Wie immer verlinke ich euch alle Bücher unten in der Infobox. Dann kommen wir zum Neuzugang. Das ist nur ein einziges Buch und es ist auch ein Buch einer Reihe. Falls ihr mein Video zu den Reihen noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich das auch mal. Also Reihen, die ich gerne weiterlesen möchte. Da ist die nämlich dabei und zwar die C.J. Townsend-Reihe von Gillian Hoffman. Cupido habe ich mit Carly zusammen gelesen, wir haben erst kürzlich Morpheus zusammen gelesen und Band 3 Argus möchten wir auch zusammen lesen. Und weil ich ja die alten Ausgaben, Taschenbuchausgaben, diese dunkelgrünen gerne hätte, weil Cupido und Morpheus habe ich jetzt in der Ausgabe, möchte ich in den Ausgaben natürlich auch gerne weiterlesen. Der innere Monk in mir möchte das im Bücherregal schön haben. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auch so monkig seid oder ob euch das vollkommen egal ist oder ihr vielleicht nur E-Books lest, dann ist es sowieso egal. Aber eine liebe Followerin hat mir auf Instagram geschrieben, dass sie Argus hat und das habe ich ihr dann abgekauft. Ist auch richtig gut erhalten, also für ein gebrauchtes Buch super. Ich glaube ein, zwei Leserillen, aber mich stört das nicht, wenn der Rest passt. Das einzige ist dieser Aufkleber. Ihr wisst, ich habe das auf Instagram, ich glaube das war auch bei Morpheus, wo ich den dann entfernt habe mit Nagellackentferner, hat das gut geklappt und das werde ich bei dem demnächst auch probieren. Ich werde das Buch mit Carly dieses Jahr irgendwann, bin ich mir sehr sicher, lesen. Vielleicht im Herbst oder Spätsommer. Mal schauen. Ich habe richtig Bock, die Reihe weiter zu verfolgen. Es gibt noch einen vierten Band. Ich glaube, der heißt Nemesis. Und den hätte ich natürlich auch gerne. Da weiß ich gar nicht, ob es den auch in diesem Dunkelgrün gibt. Also falls jemand von euch die C.J. Townsend-Reihe, den vierten Band, in dieser grünen Ausgabe hat und ihn loswerden möchte, ihr wisst, wo ihr mich findet, schreibt mich gerne an. Ja, also C.J. Townsend ist ja die Staatsanwältin. Ich mochte Band 1 und 2 sehr gerne. Ich mochte gerne die Gerichtsprozesse. Und ich bin gespannt, was bei Argus passiert und vor allen Dingen, was auch mit dem roten Faden so passiert. Da kann ich euch dann aber nicht sonderlich viel sagen, denn das würde nur Band 1 und 2 spoilern. Kommen wir zum Currently Reading. Ich höre aktuell ein Hörbuch, das habe ich im Februar nicht beenden können, weil es auch ein sehr fettes Hörbuch ist mit 20 oder 21 Stunden. Und zwar von Andreas Eschbach, das Jesus-Video. Das ist ja ein älteres Buch von ihm. Ich liebe ja NSA und deswegen wollte ich gern von ihm mehr
hören. In dem Fall auch ein Hörbuch, weil, wie gesagt, 20 Stunden, das hat einige Seiten, das sind richtig dicke Klopper. Ich sehe gerade, 704 Seiten hat es und sowas kann ich als Hörbuch einfach sehr gut hören. Und hier geht es um archäologische Ausgrabungen in Israel und ein Student findet dort ein 2000 Jahre altes Grab mit einer Bedienungsanleitung für eine Videokamera. Ja, und dann geht eben die Frage los, was ist auf dieser Videokamera zu sehen? 2000 Jahre, wie kommt ihr eigentlich dahin vor 2000 Jahren? Zeitreisen? Ja, ihr könnt es am Titel schon erahnen, das Jesus-Video, es geht um sehr, sehr viel, sehr viele Themen. Ich finde es super spannend, auch diese ja, Ausgrabung, was da in Palästina und so weiter, Israel, ja, zu der Zeit ja, los war, die ganzen archäologischen Themen, aber auch, ja, wenn es darum geht, die Kamera zu finden, das Video zu finden und Katz-und-Maus-Spiel und da sind natürlich viele Interessen vertreten, was die Kirche da so im Schilde führt. Und ja, finde ich super, super spannend. Ich bin bei 70%, also ich habe noch ein paar Stündchen vor mir, aber es gefällt mir sehr gut. Ich kann das immer nur sehr häppchenweise hören, weil ich selten mal so 2-3 Stunden am Stück höre. Vielleicht, wenn ich mal spazieren gehe, aber auch da war irgendwie nicht so viel Zeit die letzten Wochen. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, da werde ich auf jeden Fall weiterhören und dann nächsten Monat, denke ich, berichten, weil im März werde ich es dann beendet haben. Und das zweite Buch, was ich lese, beziehungsweise das einzige Buch, was ich aktuell lese, weil ich dafür ja, auch gerne mir die Zeit nehme. Und zwar ist es auch von Pick My Sub, also 50% davon habe ich dann fast im Februar geschafft. Was schon gut ist, weil, wie gesagt, ich habe nicht so viel im Februar gelesen. Ich werde bei den Pick My Sub Büchern aber auf jeden Fall weitermachen. Also wenn ich dann das Buch durchgelesen habe und nicht gerade in einer anderen Leserunde stecke, werde ich da auf jeden Fall weitermachen. Ich habe auch noch mein Winter Want to Read nicht vergessen und all die anderen Bücher, die ich lesen möchte. Zu dem Currently Reading. Ich lese den King, Stephen King, Mr. Mercedes und Leute, ich liebe immer noch diese wunderschöne Ausgabe, diese Hardcover-Ausgabe, die ich mir in Münster beim Bücherfreunde-Treff geholt habe und ich freue mich sehr, dass ich dieses Buch nicht alleine lesen muss. Ich hätte trotzdem Lust gehabt, es zu lesen, weil es ja mal ein anderer King sein soll und ich mit den normalen Kings nicht immer so klarkomme. Und zwar lese ich das mit dem lieben Basti von Belletristik Basti zusammen. Das ist unsere erste gemeinsame Leserunde und es macht so viel Spaß. Wir sind, ja, ich habe noch ein paar Seiten von unserem vorletzten Abschnitt und dann kommt der letzte Abschnitt dran. Das werde ich im Februar wohl nicht mehr schaffen, aber dann im März und dann werde ich euch berichten. Hier war irgendwie auch mal so ein Klebezettel drauf, sehe ich gerade. Habe ich nicht richtig sauber abbekommen. Unglaublich. Naja, jedenfalls ist es ein, ja, Krimi, könnte man sagen. Ja, ein Krimi, hat keine fantastischen Elemente, wie King das sonst gerne macht. Und es gefällt mir super gut. Es geht um den ehemaligen Cop Hodges. Es geht um einen Verrückten, der in eine ja, Menschenmenge gerast ist, Mr. Mercedes, mit einem Auto. Und er wurde bis jetzt noch nicht geschnappt und der Hodges bekommt einen Brief von dem Mr. Mercedes. Und es switcht auch von den, vom Point of View, vom Point of View. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Von der Erzählersicht? Also wir sind mal bei Hodges und wir sind auch mal bei dem sehr, sehr kranken Mr. Mercedes. Sehr, sehr krank. Wirklich krank. Und ich finde, es ist super spannend und interessant geschrieben. Ich erkenne Stephen Kings Schreibart schon total wieder. Also er verliert sich gerne mal in Details, aber es ist nicht so extrem wie in seinen anderen Büchern. Deswegen komme ich hier sehr gut damit klar. Es gibt einige Nebencharaktere, es gibt ja, so ein paar Abschweifungen, die aber dann doch irgendwie zu dem Fall gehören. Und ja, es ist tatsächlich ein Page-Turner. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist auch nicht ganz so fett wie die anderen King-Bücher. Und ich finde Hodges als Charakter toll. Ich finde seinen Sidekick Jerome, oh mein Gott, den finde ich großartig. Ich habe so viel Spaß, wenn wir bei Jerome sind und die beiden miteinander ja, ermitteln. Gefällt mir richtig, richtig gut. Es geht jetzt so auf den Showdown zu. Und ich bin sehr gespannt, wie das endet. Es ist ja eine Reihe, mal wieder eine Reihe. Band 2 und 3, ja, kann ich schon mal sagen, möchte ich gerne weiterlesen. Und habe mit dem Basti auch verabredet, dass wir das dann irgendwann machen, wenn wir beide Zeit dazu finden. Dafür brauche ich dann aber diese wunderschönen Hardcover-Ausgaben, weil da sind wir wieder beim inneren Monk. Ja, und da muss ich gucken, wo ich die finde. Die sind nämlich gar nicht so günstig. Dieses, ich weiß nicht, ich habe es bei Amazon letztens gesehen, gab es da irgendwie nicht neu, sondern nur für 40 Euro. Nein, 40 Euro gebe ich nicht dafür aus, aber ja, mal schauen. Also auch hier, falls ihr den zweiten und oder dritten Band von dieser Reihe in dieser wunderschönen Hardcover-Ausgabe habt,
meldet euch. Achso, und falls ihr sie loswerden wollt. Das waren die Bücher im Februar und weiter geht es mit Filme, Serien, Podcasts, wobei ich nur Serien geschaut habe. Und zwar einmal Lupin, das ist ja relativ gehypt gewesen die letzten Wochen, ich glaube schon im Januar. Und ich bin dazu gekommen, es zu schauen, die erste Staffel, und ich fand es großartig. Ich warte sehnsüchtig auf die zweite Staffel. Ich finde den Charakter mega cool. Ich mochte den Schauspieler schon bei Ziemlich beste Freunde sehr gerne. Es ist eine französische Serie und die ist trotzdem cool. Also es geht um einen Meisterdieb, aber er hat seine Gründe, warum er das macht. Und es ist so witzig, spannend, tolle Szenen, richtig gut geschnitten, also von der... Ja, von der Art, wie die Serie gemacht ist, gefällt mir das so, so gut und ja, große, große Empfehlung. Dann hatte ich ja schon erwähnt, dass ich The Witcher nochmal wieder angefangen habe. Ich hatte das vor einem halben, dreiviertel Jahr abgebrochen nach 3-4 Folgen. Aber auch, weil ich diese Folgen immer nur ja, einmal die Woche geschaut habe und irgendwie war mir das alles zu zusammenhangslos und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe mich jetzt nochmal durchgekämpft, muss aber sagen, dass so die letzten 3 Folgen, wenn sich diese ganze Verwirrtheit aufdröselt, weil es eben auch in unterschiedlichen, also das kann man ja mal vorweg spoilern, gerade in den ersten Folgen gibt es, ja, wird nicht angegeben, zu welchen Zeiten manche Szenen spielen und sie spielen nicht zur gleichen Zeit. Und es ist sehr verwirrend. Und am Ende ist es wie so ein Puzzleteil, was sich sehr viel besser zusammenfügt, als man es am Anfang vermutet. Und dann ist es ziemlich cool. Ich glaube, das ist eine Serie, die kann man auch, oder die erste Staffel ruhig 2-mal schauen, um irgendwie mehr zu verstehen. Ich mochte den Baden sehr gerne, den fand ich saulustig. Und ja, Geralt von Rivia ist ja auch ganz nett anzuschauen. Ja, es ist jetzt nicht so wie bei Game of Thrones, wo ich nach den ersten 2-3 Folgen total hooked war. Aber es gefällt mir gut und ich würde auf jeden Fall weiterschauen, wenn Staffel 2 kommt. Wäre jetzt aber zum Beispiel nichts, wo ich die Bücher lesen wollen würde, weil ich auch bei Game of Thrones, ich habe zwar das erste Buch gelesen oder gehört, fand ich okay, aber Game of Thrones schaue ich gerade zum 3. Mal. Habe ich wieder angefangen, ich liebe es einfach. Ja, wobei erst 2 Folgen, glaube ich, gesehen habe. Und dann bin ich gerade mitten dabei, Snowpiercer, die 2. Staffel zu schauen. Da kommt jede Woche nur eine Folge und ich habe gerade mal geguckt, es gibt aktuell 5 von 10 Folgen, also Stand Ende Februar. Und knapp 50%, also die Hälfte habe ich schon geguckt. Das war's zum Thema Serien. Genau, Filme habe ich gar nicht geguckt, glaube ich. Nö. Ja, das war der Februar. Ihr könnt mir wie immer sehr gerne schreiben, ob ihr irgendeins der Bücher kennt, was zu den Serien zu sagen habt, wie euer Februar lief. Wie gesagt, 4 Bücher, wobei eins davon nur knapp über 40 Seiten hatte, ist jetzt boah, einer der schlechteren Monate, aber ihr wisst ja, es ist keine Challenge. Hauptsache, es macht Spaß, die Zeit, wo man zum Lesen kommt. Ich habe zum Beispiel auch einen Watercolor-Kurs gemacht. Ich habe einen Abend einen sehr langen Escape Room online gemacht. Ich habe viel geskypt und viele andere private Themen, die hier nichts zu suchen haben. Aber mal schauen, wie der März wird. Ich nehme da so ein bisschen den Druck raus, dass ich eben nicht so viele parallele Leserunden habe. Ich hoffe einfach, dass im März vielleicht das Ganze auch alles so ein bisschen gelockert wird. Ich hoffe es. Aber das soll nicht das Thema sein. Dieses Thema ist sowieso omnipräsent. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Mittag oder Abend und werde jetzt die Rache des Subs März drehen und habe schon ein bisschen Angst. Freut euch drauf, weil ich weiß nicht, was mich erwartet. Januar, Februar war einfach zu gut. Das kann so nicht weitergehen. Wir sehen uns also bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.